Was ist denn jetzt? Oh oh, oh oh, oh oh. Alter! Das war's jetzt. Damit das. Guck mal! Okay, Leute, mal wieder in Düsseldorf und wir werden heute mit. Ja, ihr kennt's, ihr habt's ja gesehen, wir haben's nochmal repariert. Professionell natürlich, wie immer, und zwar durch Düsseldorf. Also, wenn wir in eine Kontrolle kommen und die Polizisten, genauso wie du gerade an einem Kennzeichen wackeln, lache ich mich komplett kaputt. Also, hier geht's halt wirklich einfach direkt runter. Ich hab doch gar keinen Sprit mehr, fällt mir gerade ein. Stimmt! Oh nee, ja, dann ab zur Tankstelle. Ich bin dann wieder der Doofe, der dich schieben muss. Junge, das ist so leer. Ja, super. Also, dass sie überhaupt noch läuft, das verstehe ich gerade gar nicht. Ich sehe mich schon wieder schieben, wirklich. Oh Mann, das ist doch der Sprit aus Spanien, der blaue. Durch diesen Circle kann es ja sein, dass der Sprit dann hier rüberrutscht. Wahrscheinlich, ja. Sehr optimistisch, finde ich gut. Die musst du eigentlich ausgehen. Noch läuft sie. Oh! Ich sag 50-50, dass sie noch bis zur Tankstelle hält. Ich weiß gerade nicht, zu welcher du hin willst, aber die ist schon sehr, sehr empty. Also jetzt hier rechts und dann direkt links eigentlich. Immer schön Motorbremse. Boah, ich sehe mich gleich da mitten auf der Riesenkreuzung. Don't say it, don't say it. So, jetzt hier links. Oh, schnell U-Turn, solange frei ist. Boah, Jesus, ist leer. Nein, leer. Nein, echt jetzt? Ja, ja. Nein, laber kein Scheiß. Laber kein Scheiß. Warte, ich komm. Rettungsaktion. Oh, hey, ist hier doch schon die Tankstelle. Das kann nicht sein. Die ist einfach ausgeploppt. 100 Meter. Ich wette, ich krieg da noch genug Sprit rüber. Guck mal, jetzt kommen hier die ganzen Autos lang. Die denken sich auch so, was machen die zwei Vollidioten da? Junge, da kommen so viele Autos. Oh nein, jetzt kommt noch Motorradpolizei. Laber. Ja, ja, ja. Ich sag dir mal Bescheid. Er hat nicht mal geguckt. Hä? Er hat nicht mal geguckt. Düsseldorfer Polizei, Beste. Soll ich dich jetzt anschieben? Ja, warte. Ich habe noch einen Plan. Einen Was Plan. Denn? Du hast noch einen Plan? Ja. Moment, komm mal mit. Oh, nee, der will auch tanken. Ist doch egal, oder? Ich muss ja mein Kennzeichen nicht unbedingt so krass präsentieren. Heute. Komm, aus Loyalität schiebe ich jetzt mit dir mit. So, warte mal. Na? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oh, hier ist alles super. Guck mal, ich habe einen 0-Euro-Schein. Keine Ausfahrt steht hier. Egal, wir fahren jetzt einfach raus, oder? Eine steht da. Eine Ausfahrt. Ja, Maurice. Ich glaube, du kannst nicht lesen. Wir malen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Aus keiner Ausfahrt mit einer Ausfahrt. Komm, lass mal hier durch. Junge, was ist das denn? Was denn? Der ist gerade einfach ein Stück vorgefahren, damit ich nicht durchkomme. Ich habe das Gefühl, heute sind die Leute irgendwie mies, gereizt. Krass, schlecht gelaunt, ja, und gereizt. Die sind sehr gereizt. Dabei ist auch Wochenende. Hä? Freitag, Wochenende, saufen. Hier, guck mal, David, hier ist ja 60, ne? Ja. Und ich fahr Strich 59, guck. Da, hier, guck, 60 fahre ich jetzt. Ich kenne keine Polizeiwache, wo so viele Autos draußen stehen immer. Also für mich sind das Polizeiposer. Ja, ne? Die wollen richtig zur Schau stellen, was sie für einen Fuhrpark haben. Ja, es riecht schon nach Weihnachtsmarkt. Ja. Oh. Geile Typen auf geilen Mopeds. Die hat richtig Auge gemacht. Ja? Ja. Weißt du, was ich mir gedacht habe, als ich die Polizei eben gesehen habe, den Polizisten? Das, was auf dem Bus oben steht. Da links. Fahren wir denn hier? Geil. Also der war nicht schlecht, muss ich schon sagen. Der war echt. Fahrt endet hier. Aber er hat nicht mal geguckt. Den hat's gar nicht interessiert. Ich hab sogar gewunken. Warum ist denn jetzt hier rot noch? Ist doppelt rot. Was geht denn hier ab? Holy moly. Er wird das Monatsgeld wieder auf den Kopf gehauen, mein Lieber. Ah, das Weihnachtsgeld. Ja, klassisch, klassisch. Oh, da vorne ist auf jeden Fall Polizia. Was für Polizia? Oh. Da vorne ist Polizei, ja. Sollten wir dann nicht mehr filtern? Ich weiß es ja nicht. Doch, auf jeden Fall, oder? Versteht kein Mensch. Rückwärtsgang und links Blinker. Langen wir uns nicht gleich an der Ampel vor, die Polizei stellen, ist alles gut. Ja. Also wenn ich du wäre, dann würde ich gleich an der Ampel ja, die genau. Polizei und den Polizisten mal zeigen, was du für ein tolles Klappkennzeichen hast. Ja, das finden die bestimmt auch super, mein Klappkennzeichen. Ja, auf jeden Fall. Einfach im Trizzy. Ich muss an immer an Monaco denken, da fahren so viele davon rum. So, jetzt. Genau, es wird immer besser heute. Gleich bitte folgen. Nee, dann blenden die einen, Fahrt endet hier.
Boah, sollen wir jetzt mal hier irgendwie vorbei oder so? Da will wieder jemand einparken. Hier ist eine Katastrophe. Oh, der Rosa, der, seine Pumpe geht jetzt richtig hier vom GTI. Oh, der wird gleich stillgelegt. Wenn wir alleine so einen Aufkleber oben drauf zu machen, das ist schon gewagt. Da bist du direkt im Visier. Ja, ja. GTI, AK-47, ja, den legen wir still. Bis jetzt habe ich noch keine geilen Autos gesehen, komischerweise. Doch, hier. Oh, ja. Ah. Müssen wir rechts oder links? Links. Perfekt. Boah, bitte nicht dahin fahren, lass sie durch. Ja. Was ist denn jetzt? Oh oh, oh oh, oh oh. Du bist am Arsch. Oh nein. Ich hab Blaulicht angemacht. Nee, warum? Weiß ich nicht. Oh nee. Was sagen Sie? Nee. Komm, wir fahren jetzt erstmal. Digga, das wär's ja. Lalalala. Fahren einfach ganz entspannt. Sind die noch hinter uns? Ich glaube, die haben Einsatz oder so. Guck mal, alles safe. Junge. Glück gehabt, ha? Ach, guck mal, die halten den an. Wen? Den LKW-Fahrer da, weil der wahrscheinlich falsch da reinfährt. Ah. Danke, LKW-Fahrer. Boah, Junge, ich muss dir noch eine Sache erzählen. Ich war ja auf dem Weg zu dir auf der Autobahn. Auf einmal hatte vor mir ein LKW einen Reifenplatzer. Nee. Dann ist dieser Reifen aufgefaltet, wie so ein Brett auf dem Boden, durch die Luft geflogen. Da war kein Scheiß. Und ich musste so ausweichen, no joke. Alter, aber hat denn irgendjemand abbekommen oder ist ja, der hinter mir da war so ein LKW, habe ich dann im Spiel gesehen, der ist einfach drüber gefahren. Und dann habe ich nichts mehr gesehen. Okay, Jungs, natürlich war die GoPro mal wieder leer. Ich wollte euch einfach nur noch mal diesen schönen Urus zeigen. Also, es gibt seltene Farbe, außer bei Porsche sehr oft. Aber dieser Urus... Sollen wir eine Runde fahren? Ach, das ist deiner? Ja, komm. Okay. Lass auch einfach mal... Das machen wir einfach mal. Wir buchen uns hier die teuerste Suite und dann sagen wir, die Bikes, die kommen hier hin. Junge, das ist so eine geile Idee. Oh ja, das machen wir. Junge, diese Farbe ist so krass. Sieht fast schon aus wie so eine Chromfolierung irgendwie. Oh nee, da fahre ich jetzt nicht runter, sonst geht mein Kennzeichen wieder ab. Oh, Junge. Siehst du? Oh, no. Oh, Junge. Junge. I got the magic in me. Every time I turn. Wie geht das? Kennst du das? Ich weiß nicht, ja, ich kenne den Song. Die fahren über Rot. Hä? Es ist rot. Hä? Die juckt das gar krank. Nicht. Wir haben einfach ein Verbrechen auf Video. Direkt anzeigen, weil ich bin ein Deutscher. Polizei, hallo. Hier ist gerade eine Schmischmaschmaschine über Rot gefahren. Kommen Sie bitte sofort. I got the magic in me. Ja, Mann. Du bist einfach ein Macher, Maurice. Auf jeden Fall wäre ich dafür, dass wir ein neues Wort etablieren. Und zwar nicht Macher, sondern Könner. Könner, okay. Könner ist auch geil, oder? Maurice, du bist einfach Könner. Ja, danke, weiß ich. Ich glaube, was richtig geil aussieht, wenn man im Wheelie durch die Pfütze da fährt. Nicht rutschen? Ja, ja, da. Da, so am Rand. Ah, hier, okay. 100% sieht das richtig geil aus. Ist das da irgendwie schlammig? Nee, ich glaube nicht. Boah, ist schon echt tief hier, ne? Digga, dann werde ich safe richtig, ich werde richtig nass. Nee, ich fahre nicht so schnell, ich fahre nicht so schnell. Ja, 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 ja. Ich mache erstmal nur hier, wir müssen uns ja steigern, okay? Das sah schon sehr geil aus. Ja, dann ganz, oder? Wir machen doch keine halben Sachen hier. Du bist doch ein Könner. Ach so, stimmt. Ja, dann habe ich noch Aquaplaning hier. Zieh jetzt durch, Maurice. Let's go. Ich mache nicht so schnell. Man kommt ja nicht mal... Hier ist so viel Sand. Ja, da einfach so. Ja, genau. Ja. Das ist nicht tief. Aber es boah, hier ist schon ein bisschen steinig. Mein Rücken wird so nass sein wegen meinem Gepäckträger. Wegen deinem Gepäckträger, ja. So, komm. Ich will jetzt was sehen hier. Let's go, let's go, let's go. Junge, man kriegt die nicht hoch hier. Maurice, 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 Maurice. Warum geht die nicht hoch? Das kann doch nicht wahr sein. Aha, erstmal Reifenbad machen. Durch. Ja, genau. Jetzt einfach durch. Weiter, 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 weiter. Wow, Junge! Oh mein Gott! Junge, das hat so krank gespritzt. Komm mal nochmal, aber zieh durch, Junge. Ich bin jetzt schon nass. Komm, Maurice, das sah so geil ja, aus. Ja, aber ohne Spaß, ich habe mein Vorderrad schon gespürt, wie das so, ja, Aquaplaning halt, wie das auf der Oberfläche so schwimmt. Ja, deswegen darfst du auch das Vorderrad nicht absetzen, sondern musst den Wheelie durchziehen. Du willst nur, dass ich mich auf die Fresse lege. Nein, möchte ich nicht. Das sieht voll geil aus mit der Sonne. Mhm, genau. Ja, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Boah, ja, Mann. Geil. Das war richtig nice. Soll ich auch mal? Ja, aber fahr mal. Stell dich hier hin. Fahr mal ein Stück mit beiden Rädern durch am Ende. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich schau mal. Ja, komm. Okay. Okay, bist du bereit?
Ja. Dich juckt es ja gar nicht. Junge, dich hat's ja gar nicht gejuckt. Naja, was soll passieren? Ich kann ja nur auf die Fresse fliegen. Ja, und nass werden. Fahr mal mit beiden Rädern durch. Aber ist nicht so spektakulär. Doch. Oh, es ist alles in die Hose. Echt? Es ist alles in die Hose. Und dann fahr jetzt wenigstens einmal mit beiden durch, komm. Alles, alles hinten reingespritzt. Eklig. Ich will nicht wissen, was das für ein Wasser ist. Ich hoffe Regenwasser. So, jetzt mit beiden. Let's go. Bist du nass geworden? Du bist voll nass geworden, oder? Digga, alles nass. So, alles nass. Junge, ich wusste. Es ist alles nass. Ich dachte, du weißt, dass man nass wird, wenn man mit beiden Rädern durchfährt. Nee, ich bin komplett nass. Sag mal bitte. Junge, ich dachte gerade, du bescheißt mich. Guck mal. Ich dachte gerade, du bescheißt mich, weil ich keine Wassertropfen sehe. Aber die sehe ich nicht, weil wirklich alles nass ist. Hä, guck mal. Das ist alles nass. Warte, David, ich muss ja gerade... Du hast mir das überhaupt nicht gesagt, dass man nass wird, wenn man mit beiden Rädern durchfährt. Ja, das wissen Profi-Supermotorfahrer, die mal Enduro gefahren sind. Boah, Scheiße! Oh, Alter! Ah, alles im Mund bekommen. Oh. Ich kann nichts sehen. Ich bin auch ein bisschen nass, guck. Ich muss so langsam Gas geben. Vorführeffekt. Ja, komm, lass noch ein bisschen stunten. Ich muss dich jetzt noch trocken fahren, weil du mich so nass gemacht hast. Dann hätte ich mal wenigstens die Brille runtergesetzt, aber die war ja oben. Komm, scrape mal wieder die eine Ecke weg. Ja, die eine Ecke ist wieder oben. Ist die Ecke oben, wird man damit loben. Oh, es sind beide Ecken oben. Oh, warte. Hä? Irgendwas im Auge. Ach du Scheiße, ich habe richtig was im Auge. Oh, holy shit, ey, was ist das? Hol ein Grashalm und damit holst Grashalm? Du das raus. Ja. Grashalm, Digga? Ich würde das mit dem Finger machen. Ja. Alter. Boah, eigentlich musst du das selber machen. Einfach. Ja, da ist es. Ja, du hast fast. Ja, nochmal. Junge, was war das denn? So eine Fliege. Ich dachte, das wäre ein Metallstück oder so. Junge, was passiert hier wieder? Boah, eine Fliege in meinem Auge. Hol mal ein Grashalm. Na, aber Digga, Grashalm. Ein Kumpel hatte eine Fliege. Das war so tief hier unten. Und man kam da nicht mit der Hand rein. Dann habe ich einen Grashalm geholt, den ein bisschen so sauber gemacht. Dann den damit perfekt. Das war wirklich in der Not das Beste, was man machen konnte. Komm mal mit. Hier links. Mach mal. Ja, genau. Oh, nee, fahr da drüber. Dann komm. Fällt das jetzt doch, komm. Ab. Jetzt. Komm. Okay. Oh, guck mal, da kommt ein Zug. Guck mal. Gewicht der Lok. 80 Tonnen. Wie viel PS hat die Lok? 1200. 12 Zylinder. Danke dir. Schönes Wochenende. Komm, David, fahr du noch mal hier durch crazy. Jetzt. Ah, okay. Junge, was ist das denn? Oh fuck. Ich hab Platten. Du hast doch. Junge, jetzt haust du. Ja, das war's jetzt. David, das. Du bist da so durch diese Pfütze gefahren. Ich dachte, ich hab wieder was im Auge. Junge, wie schnell willst du noch da durchfahren? Hinten auch! Hinten auch! Nee. Irgendwie blöd. Was soll ich denn jetzt machen? Du musst so zurückfahren, Bro. Nein, kann ich nicht. Ich mach die Felge kaputt. Die sind komplett blatt. Das kann ich nicht. Stell dir mal vor. Guck mal. Die stehen vor der Ständer. Ich nie wieder Ständerprobleme. Ich fahr einfach mit Platten rein. Ich hab den Gullideckel nicht gesehen, oder was? Ich dachte so, oh, jetzt bin ich aber ein bisschen schnell. Und dann, oh nein! Oh, ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal fahren. Ist dein Hebel noch ganz? Boah, du hast so ein Glück. Oh Mann, ey, das ist jetzt echt blöd. Was soll ich denn jetzt machen? Dann muss ich jetzt den Bus holen. Ja. Das war wirklich ein grande Final. Ich hol dann mal den Transporter, ne? Supermoto ist super kaputt jetzt. Supermoto. Mach doch einen neuen Merch. Super kaputt. Bis gleich. Okay, so Jungs. Das Bike ist schmutzig. Mein Gesicht ist schmutzig. Ich bin wieder bei den Transbus. Jetzt lande mein Bike ein. Und dann müssen wir gleich noch etwas machen, damit wir für die nächste Ausfahrt ein bisschen besser vorbereitet sind. Deshalb, bis gleich.
Okay Jungs, damit wir beim nächsten Trip mit David wieder ready sind und wir nicht angeschoben werden müssen, tanken wir jetzt nicht nur das Bike, sondern auch den Kanister voll, weil dann muss uns David das nächste Mal sicherlich nicht schieben. Und natürlich benutzen wir dafür wieder die Pace App. Warum ich die Pace App super gerne mag, weil wir damit schneller tanken können. Warum? Weil wir das Handy benutzen, um zu bezahlen. Und das heißt automatisch, dass wir nicht reingehen müssen, lange an der Kasse stehen. Dazu öffnen wir die Pace App und verbinden uns dann mit der Tankstelle. Die Verbindung zur Tankstelle wird aufgebaut und wir benutzen den Zahlungsvorgang GiroPay. Ganz wichtig. Warum? Sage ich euch gleich. Als nächstes wählen wir die Zapfsäule aus. In unserem Fall ist das die Nummer 10. Und als nächstes können wir ganz einfach auf Jetzt sicher bezahlen klicken. Die Zahlung mit GiroPay wird abgeschlossen. Du kannst jetzt weiterfahren. Und weil wir mit GiroPay bezahlt haben, gibt es aktuell auch noch einen Tankrabatt. Bis Ende des Jahres, also holt euch die Pace App, Link ist in der Beschreibung. Und wir sind jetzt ready für die nächste Ausfahrt mit David.